Mit einem Fortnite-T-Shirt kannst du nicht in ein Business-Meeting, meinte Petram zu mir und hat mich deswegen zu sich nach Hause geschickt. Als ich dann das Auto nehmen wollte, habe ich gemerkt, dass es abgeschleppt wurde. Bin ich zum Abschlepphof gefahren, der genau aussah wie bei GTA und habe das 472 Euro hat jetzt dieser Spaß gekostet. Jetzt haben wir das Auto wieder und können losfahren. Dann war ich bei seinem Haus und war mit diesem riesen Tor hier überfordert. Nach 70.000 Packungen von diesen amerikanischen Kelloggs, die ihm den Hallo geöffnet. Als ich nicht ohne etwas zu gucken essen kann, habe ich einfach eine Folge Suits angemacht. Dann habe ich mich auf den Weg nach oben gemacht, schließlich muss ich mich auch umziehen. Viermal dieselbe Jacke in... verschiedenen. Dann ist mir aber wieder eingefallen, dass Petram meinte, dass ich genauso aussehen soll wie er. Ich glaube, er ist hart wie Batman. Was aber auch zu Petram gehört, ist immer seine Uhr. Deswegen habe ich diese Uhr genommen, die da auf der Kommode lag. Und habe mich dann wieder zurück auf den Weg ins Büro gemacht. An dem Interesse unsererseits wird es nicht liegen. Das habe ich jetzt schon mehrfach bekundet. Und das können wir auch machen, weil wir sind dem gegenüber sehr positiv aufgeschlossen. Aber prinzipiell müssen wir halt gucken, dass wir eine gemeinsame Wegrichtung finden.